Liebe Zuschauer, ich bin heute hier in Thun bei Atmo Blue auf dem blauen Sofa, was uns hier fürs Interview bereitgestellt wurde. Sitzt bei mir die Miranda Sarfach. Miranda Sarfach. Miranda, du hast hier etwas ganz Neues, etwas ganz Tolles geschaffen. Erzähl mal, wie bist du überhaupt zu dieser Story Blue Room gekommen? Ich habe Kontakte in die USA. Habe Ende 2014 von der Vision von JC Knight gehört, dass sie gesagt hat, man müsste einen blauen Raum haben, in dem man heilen kann. Und ich habe sofort ganz große Ohren bekommen und habe gesagt, das interessiert mich auch, weil ich bin auch immer wieder interessiert, wie kann ich Leuten helfen, aber nicht mit ellenlangen Sitzungen und ellenlangen Geschichten, sondern so. Ja. Und dann hat sie das einem Arzt erzählt, der hat gesagt, let's do it. Und dann haben sie zusammen den Blue Room entwickelt. Der Blue Room ist jetzt, man darf sich nicht vorstellen, ein normales Zimmer, was du einfach blau angestrichen hast, sondern es gibt da ganz spezielle Thematiken, die das ausmachen. Das ist einmal die Form. Wie ist die Form? Die Form ist, also der Grundriss ist ein Achteck und dann sind sämtliche Maße mit Tesla-Theorie oder und blau und goldenem Schnitt berechnet. Also es passt alles numerisch zusammen. Ich bin, als wir den Blue Room hier gebaut haben, bin ich reingesessen. Es waren die Wände waren noch abgedeckt, es war im Rohbau, es war nur die Form da. Und ich bin reingesessen und es ist unwahrscheinlich, was für eine Energie allein diese Form gibt. Es ist ein reiner Kraftort. Der Entwickler hat also alles Wissen, was wir haben, wo wir wissen, wie Formen und Symboliken. Wir kennen ja auch die Thematik aus der ganz, ganz vergangenen Zeit, heilen mit Symbolen. Mhm. Das heißt, wenn du dich irgendwo verstaucht oder verzerrt hast, gibt es gewisse Strukturen, die male ich einfach mit einem Stift auf deine Haut. Mhm. Und siehe da, die Resonanz, die diese Form abgibt im Verhältnis zu deinem Körper, fängt an, einen Prozess anzustoßen. Genauso muss man das verstehen mit dem achteckigen Raum, der in seiner Abmaßung nicht willkürlich ist, sondern wo die Länge, Breite, Höhe, Maße, alles in diesem goldenen Schnittverhältnis und, wie gesagt, wie du sagtest, Tesla-Informationen dazukam. Das ist mal die Grundausrüstung. Mhm. Jetzt haben wir ja noch zwei Dinge drin. Einmal die Farbe. Ist es ein spezielles Blau? Wir haben noch mehr drin. Es ist total verspiegelt. Das heißt, dass also die Information tausende von Mal reflektiert wird. Richtig, ja. Wir haben Boden, Wände, Decke, alles ist verspiegelt. Das heißt, die Frequenzen, die da drin sind und die wir als Person auch reinbringen, die werden millionenfach wieder gespiegelt. Und das heißt, dein Körper, wenn du da drin bist, der nimmt natürlich diese Frequenzen, die er von allen Seiten auf den Körper gepulst kriegt, sag ich mal, die kann er natürlich aufnehmen. Mhm. Und ich kann jetzt hingehen und kann eine Frequenz nehmen, dich der aussetzt und plötzlich wirst du ganz nervös und fahrig. Mhm. Wissen wir, genauso kann ich das Gegenteil machen. Mhm. Und das ist hier der Fall. Atmo Blue fährt dich runter, tut alle, ich sag mal, Paniken, die in deinem Zellgeflecht ablaufen, werden beruhigt und wieder in einen Normalrhythmus gebracht. Mhm. Also ich glaube, die meisten Menschen, die da glücklich wären, sind welche, die nicht schlafen können. Für die wird es wahrscheinlich der Hype, weil da werden diese ganzen Dinge gelöscht. Du sagtest jetzt schon, also nicht nur die Farbe, es ist auch die Frequenz. Nochmal zurück zu dem Thema Farbe. Ist dieses Blau ein ganz bestimmtes oder kann ich irgendeins nehmen? Es sind blaue LED-Lampen drin. Mhm. Also LED unten und oben. Und dieses Blaulicht, das dann natürlich durch die Spiegel verstärkt wird, dieses Blaulicht ist immer an. Wir haben zusätzlich zum Blaulicht haben wir UVB-Licht. Da geht Schmalband es um die Sonne. UVB im medizinischen Bereich. Ja. Und diese
diese UVB-Lampen, die werden am Anfang 3 Minuten leuchten, ergeben damit eine neue Energie in den Raum hinein, die dann im Raum ziemlich lange bleibt und dann nur langsam wieder zerfällt. Mhm. Und ähnlich wie bei den Pyramiden ist es so, dass es eine Welle gibt, ähnlich einer stehenden Welle. Ich darf nicht stehende Welle sagen, ein Physiker hat mir gesagt, eine stehende Welle, wenn ein Mensch drin ist und seine Frequenz in Resonanz geht, ja, ist es nicht mehr eine stehende Welle. Aber richtig, ja, diese stehende Welle, es gibt eine Welle, eine Energiefrequenzwelle, vor allem über dem Tisch, auf dem man liegt, also über dem Bett, die ähnlich konzipiert ist wie die Energie, die in einer Pyramide entsteht, in der Mitte. Mhm. Ja, ist auch, wenn wir auch das anschauen, uns Pyramide und alles, mhm, welche Maße, da geht es um Hunab, die sogenannte Königselle, mhm, da geht es um Pi, mhm, da geht es um das Zollmaß. Und wenn man das alles ins Verhältnis setzt, Axel Klitzke, mhm, ist so ein Spezialist, der sich damit beschäftigt hat. Und diese Informationen, und das ist das Fantastische für mich, fangen Menschen an aufzunehmen und umzusetzen in unsere Zeit, ja, mit unserem Wissen dazu. Und da ist dieser Blue Room letztendlich entstanden. Ja. Jetzt gibt es ja hier in der Schweiz erst ganz wenige. Ja, es sind bis jetzt 3. Und alle Menschen, die hier in Thun und Bern in Umgebung sind, können sich ganz einfach anmelden. Da ist immer ein Service da und auch wenn die Miranda nicht vor Ort ist, hat sie das natürlich weitergeleitet. Jedem, der zuschaut, kann ich nur empfehlen. Und jetzt wird es draußen wieder dunkler, das heißt, wir haben noch weniger Sonne und noch weniger Licht, was uns widerstandsfähig macht und unser D3 erzeugt, suchen Sie das. Und da gibt es etwas ganz Tolles. Die Miranda hat uns freundlicherweise, Dankeschön dir, 3 Gutscheine zur Verfügung gestellt. Das bedeutet, die Zuschauer, die heute die Sendung sehen, können das anfordern und können dann mal eine Sitzung in diesem Blue Room genießen, um zu merken, wie es in ihrem Körper agiert. All denen, die vielleicht nicht wissen, was sie ihren Lieben schenken wollen. Und da ist es wurscht, auch der Student, der durch sein Lernen und vielleicht auch Sport und andere Dinge sehr belastet ist. Auch für ihn wäre das ein Aha-Erlebnis. Also wir dürfen das nicht nur so sehen, dass wir jetzt hingehen und sagen, ja, das ist was für Alte und Kranke und Depressive. Nein, nein, je früher man damit anfängt, dann kommt man gar nicht in die Situation. Und ich sage, wenn ich heute nochmal meine Zeit zurückdrehen könnte, mit dem Wissen, was ich heute habe, also ich wäre mit 20 zum ersten Mal da hinein und hätte mich danach zur Granate entwickelt, dass mich nichts mehr aufhalten könnte. Und das ist es. Wir müssen die neuen Informationen annehmen und uns von dem Alten, von diesen ganzen Vorgaben trennen, mehr auf unser Inneres und auf unseren Körper hören. Und wie gesagt, die, die noch ein tolles Geschenk suchen, also ich weiß schon, was ich 2 Leuten schenke, hier hat die Miranda Sabach einen Abo-Pass gemacht. Das heißt, mit diesem Pass, diesem kleinen und feinen Geschenk, und vielleicht machen sie noch einen tollen Praliné drauf und geben das dann der Mutter, der Schwester, der Großmutter, dem Freund, wie auch immer, da können sie gleich hier bei der Miranda 6 Sitzungen bestellen. Dann spürt man auf jeden Fall was. Das können sie vor Ort bereits bezahlen und können das dann dem Freund oder dem Lieben, den sie um sich haben. Und denken Sie daran, liebe Zuschauer, heute ist die Gesundheit wichtiger geworden als jedes Geld und Gold auf dieser Welt. Und ich weiß, wovon ich spreche, denn ich sehe heute, wie wichtig das für mich ist und wie große Freude es macht, mit über 60 Jahren noch durchs Leben zu springen, als wäre man 30. Dann macht es Freude und dann zieht es Ihnen ein Lächeln. Und wenn dann noch die Psyche im gleichen Zustand ist, dass ich mit mir in Harmonie bin, dass ich mit meinem Umfeld und den Menschen in Harmonie bin, dann ist das Leben gleich ganz anders und dann gibt es diese ganzen Theatergeschichten nicht. Also, liebe Zuschauer, nutzen Sie sowas. Jetzt nochmal, Miranda, du wolltest noch was sagen? Mhm. Wir haben die Form gehabt, wir haben das Blaulicht gehabt, wir haben UVB-Licht, wir haben die Verspiegelung, mhm, und wir haben die Musik drin.
Aha, da kommt sogar noch ein Faktor dazu. Natürlich, ja. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil ganz viele Menschen vor allem dann mit der Musik oder auf die Musik reagieren. Und da habe ich eine relativ große Auswahl, wo ich individuell, sehr oft gehe ich einfach nach meiner Intuition, genau, ja. Was der Mensch jetzt braucht. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte etwas mit Dampf, damit ich Energie tanken kann. Und aber dann kommt jemand und sagt, ich brauche etwas, das meine Gedanken abstellt. All das können wir mit der Musik auch beeinflussen. In Verbindung mit dem Ganzen. Ja, genau. Genau. Das ist auch schön. Auch da hört man ja viel Therapeutisches. Ne? Mhm. Du kennst ja auch die Thematik mit den 435 Hertz. 32. Oder 32, ja, es gibt Diskussionen. Ach, also, gibt es? Ja. Die 35? Einen sagen, die Urfrequenz ist 35, das, die anderen sagen 32. Mm-hmm. Möchten wir uns nicht reinhalten? Nein. Wir wissen aber den Hintergrund und wir wissen, dass es gut ist. Und wie gesagt, ich habe mit dem Roberto Martinez mich unterhalten. Er hat mir erlaubt, dir eine komplette CD-Kollektion zuzusenden, dass du sie einsetzen kannst für deine Besucher im Raum. Und der hat alles in der Urfrequenz aufgenommen. Wow. Panflöte ist natürlich eine Sensation daran. Ja, ja, ganz sicher. Vielen Dank. Für Sie, meine Lieben, das war jetzt ein klassisches Beispiel, wie man zusammenarbeitet, wie der eine den anderen fördert. Und je besser unser Ergebnis ist, und stellen Sie sich vor, es geht Ihnen nicht gut, rufen an, hallo Miranda, wann ist der nächste Termin frei? Fahren 2, 3, 4 Stunden später hierher. Webseite. Ja, über die Webseite, genau, direkt. Ist es auch möglich. Das heißt, wenn sich jemand anmeldet, wird er sofort auf der Webseite eingetragen, dass der Besucher sehen kann, da und da ist besetzt, aber da ist frei. Ja, und er kann direkt über die Webseite buchen. Auch das geht. Das heißt, heute besitzt fast jeder ein Smartphone. Das können Sie sofort in aller Kürze machen. Und wie gesagt, es ist, was mein Dafürhalten ist, preislich so vernünftig, dass ich sagen muss, so ein großes Ergebnis zu so einem tollen Preis. Und das kann sich auch jeder leisten. Ich glaube, jetzt hast du mich so neugierig gemacht, Miranda, jetzt muss ich mir du das Ganze rein, einmal ja. anschauen. Es gibt vielleicht noch eine Information dazu zu sagen, hast du mir am Anfang im Vorgespräch gesagt, je weniger Kleidung jemand am Körper hat, desto größer ist natürlich die Wirkung. Es kommt darauf an, was du erreichen willst. Mhm. Wenn du den Blue Room besonders benutzt wie der René, ja. Der vor allem dann kommt, wenn er seinen Kopf so voll hat, dass er keine Ordnung mehr drin hat und dann runterfahren möchte, dann geht er in dein Kleiden rein, weil dann geht es rein um die Frequenzen, um die Resonanz, die er, vor allem das Gehirn, ja. mit den Frequenzen macht, weil wir haben festgestellt, dass im Blue Room kannst du locker in die Theta-Wellenbereiche hineinkommen, relativ rasch. Also die meisten berichten von, ich bin noch nie so rasch heruntergefahren, ich habe mich noch nie so rasch entspannen können. Und das ist das eine. Das andere ist die Photosynthese über die Haut mit dem UVB-Licht. Du hast, wenn du natürlich deine Haut frei machst und in der Unterwäsche reingehst, dann hast du sehr viel Haut, auf der diese Photosynthese stattfinden kann und es kann Vitamin D produziert werden. Und wir alle wissen, wie wichtig das Vitamin D für uns in unseren Breitengraden ist. Sag den Menschen immer dazu, wenn sie draußen sind, wenn sie heute Spaziergänge machen, Leute, lasst diese Sonnenbrillen runter. Die Menschen wissen nicht, dass die Augen 75% Vitamin D aufnehmen, also Licht, um in Biophotonen umzuwandeln, die Haut aber nur 25%. Bedeutet, wenn wir uns jetzt anschauen, die Hände gucken raus, der Kopf guckt raus, wenn ich jetzt draußen in der Sonne spazieren gehe, braucht das alles viel länger. Setze ich mir jetzt noch eine Sonnenbrille auf, verschließe ich meine Augen vor den tollen Schwingungen und Frequenzen, die alle Pflanzen aufnehmen. Wir suchen ja seit Jahren rauszukriegen, was macht die Sonne mit den Pflanzen? Wieso weiß die Pflanze, wenn sie in der Sonne steht, was sie tun muss? Wieso verbrennen die nicht?
Ja, weil die Natur sehr clever ist und manche haben das nicht verstanden. Also wenn sie draußen sind, natürlich schauen sie nicht mit den Augen direkt in die Sonne. Das macht keinen Sinn. Sondern wenn sie ganz normal gerade schauen, fällt die Sonne im 45-Grad-Winkel in die Augen. Und das, liebe Zuschauer, ist genau der Effekt, den sie dann haben, dass sie sich kraftvoll und dynamisch fühlen. Jetzt können wir natürlich nicht alle, wenn Sonne scheint, eine Stunde spazieren gehen, weil wir haben da andere Verpflichtungen. Aber dann holen wir die Sonne einfach in den Blue Room und geben uns das Gefühl, denn im Winter scheint nun mal die Sonne nicht so viel. Und wir hier in Europa, im Norden, sind eh die, die mehr auf Sonne achten müssen, denn der Vitamin-D-Mangel ist einer, der sehr stark um sich greift und sehr ernste Konsequenzen für unseren Körper hat. Blue Room, 3 Minuten, UVB-Lampen an. 10.000 internationale Einheiten Vitamin D in Das ist 3 Minuten. Sensation. Ja. Da muss man eine gute halbe Stunde in der Sonne sein. Genau. Und Und kombiniert mit deinem Powernap? ja, perfekt. Ja. Ja. Jetzt hast du mich so neugierig gemacht, Miranda. Ich glaube, jetzt möchte ich mir das auch mal Klar. anschauen. Ich habe bisher es von außen gesehen und ich habe bisher das Modell gesehen. Sehen wir gleich eingeblendet. Und wir gehen jetzt einmal zusammen in den Raum und die Miranda erklärt uns noch im Raum kurz die ganze Zusammenhänge und dann lege ich mich da mal hin und dann bin ich gespannt, was passiert. So, wir stehen jetzt hier im Blue Room. Ich bin mit der Miranda diesen Praxisbereich durchgangen. Dann sind wir hier hineingekommen. Jetzt haben wir das schon mal. Also es wirkt wie eine Zauberhöhle, ne? Wenn du da reinkommst, so mystisch, es hat irgendwas ganz Spezielles, auch diese Verspiegelung. Und da sieht man das jetzt achteckig, das Ganze. Erklär noch mal, wie das jetzt genau abläuft. Meinst du die Sitzung Ja, oder ja, die ja. Sitzung? Also ich führe den Menschen hinein und er legt sich hier auf die Liege. Ich schließe dann die Türe. Wenn ich alles erklärt habe, schließe ich die Türe und lasse die UV-Lampen an. Am Anfang für 3 Minuten, wenn er dann mehrfach da war, 6 Minuten, 9 Minuten, wir können steigern. Wir spielen auch hier mit diesen Tesla-Zahlen mit 3, 6, 9. Also Also es ist ich. ein komplett komplex durchdachtes System, wo alle Bereiche, Formen, Farben, Frequenzen, Klänge, alles wird zusammengefügt auf eine Zielsetzung, unsere Zellen, unser gesamtes System, sag ich mal, wieder in den Optimalzustand zu heben. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, zu beleben. Und mit Licht zu durchfluten, so muss es Das heißen. hört sich gut. Ja, Jetzt erinnere ich mich tief. noch auch an eine Formel, die mir der Roberto, als ich meinen Burnout hatte, gegeben hat zur Selbsthypnose. Ja. Und die hieß: Ich fühle mich gesund und werde immer gesünder. Und jetzt kommt's: Mein Körper wird durchströmt von heilendem weiß-blauem Licht. Dann habe Genau. ich schon gedacht, wieso weiß-blau? Ja. Jetzt hast du mir Ja. die Frage Ja, beantwortet. genau. Warum? Also, wir sehen, die Dinge unserer Natur und Frequenzen und Farben und alles kommt aus unserer Natur, richtig verstehen und vermitteln. Die wissen auch, wie die einzelnen Komponenten zusammenzufügen sind, dass es dem Menschen einfach wieder wohler geht. Dann würde ich sagen, dann mache ich das mal, dann probiere ich das aus, nehme ich mal Platz auf der Liege und schau mal, wie das auf mich wirkt. Gerne. So, dann habe ich hier die Brille.
Ja. Ja, meine Lieben, das hätte können noch wesentlich länger gehen. Also ich weiß es, ich merke ja an mir selbst, wo ich angespannt bin. Und in weniger als einer Minute habe ich bereits hier gespürt, wie es wie so zu fließen anfängt. Dieses Kribbeln im Körper ist erhalten geblieben. Und ja, wie fühle ich mich? Wie wenn ich das ewige Lächeln im Gesicht hätte, weil es ist ein Zustand, den man nicht beschreiben kann. Er ist harmonisch, er ist beruhigend, er ist warm, er ist ja, rundherum angenehm. Und gerade die Menschen, die viel im Stress stehen, die anstrengende Berufe haben oder andere Problematiken zu bewältigen, für die ist dieser Tipp hier Gold wert. Blue Room, dreimal in der Schweiz, nutzen Sie das und viel Vergnügen damit. Bei mir auf der Couch hier sitzt die Verena. Die Verena ist gerade aus dem Blue Room herausgekommen und jetzt wollen wir sie mal ein bisschen befragen, was das überhaupt ist. Hallo Verena, schön, dass ich dich interviewen darf. Wie bist du überhaupt auf das Thema Blue Room gekommen? Ich habe im Frühling dieses Jahres habe ich auf YouTube den Vortrag gesehen von Miranda Sarbach über Sinne 12. Ah, genau. Habe ich diesen Vortrag und dann angeschaut. Hat es dich interessiert? Und das hat mich so gepackt. Ich war hin und weg. Mhm. Ich habe gedacht, dorthin muss ich einmal. Und weil das in der Nähe ist, wo ich wohne, habe ich mich angemeldet und bin gegangen. Und ich war so fasziniert. Was war denn der Grund? Hast du irgendwelche Befindlichkeiten? Schläfst du schlecht oder kannst du nicht konzentrieren oder was auch immer? Gab es einen Grund, wo du gesagt hast, ich muss da etwas suchen, was mir das lindert oder verändert? Also der Arzt hat mir vor vielleicht 1,5 Jahren hat er mir gesagt, ich habe viel zu wenig Eisen und ich habe viel zu wenig Vitamin D3. Ja. Und ich mag keine solchen Medikamente einnehmen. Und so. Das ist nicht auf meiner Linie und ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht mit der normalen Medizin, so dass ich mich andersweitig orientiert habe. Aha, also mal gucken, ob alternativ, ob das eine Wirkung hat, ob man was spürt. Und was hattest du früher, wenn du Eisenmangel hast, war auch das so, diese Abgeschlagenheit, Müdigkeit, sehr, sehr schnell überlastet, wenn irgendwas ist, waren das so die Symptome, die du gemerkt hast? Das waren auch die Symptome, aber vor 1,5 Jahren ist mein Mann verstorben und ich habe, und dann auch meine Mama 8 Monate später und ich habe den Vortrag gesehen über den Blue Room und ich wollte dorthin gehen, um Licht zu tanken. Um Licht zu tanken. Das heißt, diese Belastungen, die da natürlich entstehen durch Verlust von Partner, von Mutter und so, die ziehen einen natürlich runter. Das wissen die Leute. Und genau wenn man solche Erlebnisse hat, da ist der Blue Room eine Sensation. Denn diese schweren Gedanken, die in einem sind und die viele Menschen in die Depression bringen dann am Schluss, die werden dir weggenommen, gelöscht. Du wirst innerlich beleuchtet, sage ich immer, dass du wieder merkst, dass du ein wunderbares menschliches Wesen bist. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, was der Blue Room für Vorteile hat, auch wenn Sie nicht krank sind, sondern sich auf der psychischen Ebene belastet fühlen. Nutzen Sie diese Möglichkeit, sie ist wirklich fantastisch. Wenn du rauskommst aus dem Raum und du warst ja jetzt vor kurzer Zeit drin, wie würdest du unseren Zuschauern das Gefühl beschreiben? Ich möchte sogar ein bisschen vorher anfangen, weil wenn ich schon in den Blue Room hineingehe, ist schon mal die Weite, die dort herrscht. Das gefällt mir sehr gut, die Farbe und das Achteck, das macht für mich
schon eine, ist für mich eine tiefe Bedeutung. Ich kann es nicht genau erklären, aber einfach vom Gefühl her fühle ich mich dort sehr geborgen. Das ist schön. Und wie ist es körperlich? Spürst du, wenn du danach rausgehst, einen Unterschied in deinem Körper zu dem, wie du vorher reingegangen bist? Ja, ich fühle mich tief entspannt. Und ich fühle mich viel lockerer, viel weiter. Das heißt, dieses ganze Thema Härte, Anspannung, Stress und so, das wird weggenommen? Das wird weggenommen, ja. Wie oft hast du es jetzt schon gemacht? Ich glaube, es ist beim 12. Mal bin ich jetzt hier. Mhm. Und wenn du jetzt ganz zurückgehst, ans erste Mal in deinen Gedanken, so bis heute, wie würdest du die Veränderung in dir beschreiben? Ich bin weicher geworden. Ich schlafe viel besser. Ganz toll. Ich bin auch irgendwie entspannter, habe ich das Gefühl. Und ich fühle mich gesund. Ich fühle mich gesünder. Das ist schön. Rena, vielen Dank, dass ich dich da befragen konnte zu dem Blue Room. Wünsche dir natürlich alles, alles Gute und beste Gesundheit. Und vielleicht sehen wir uns einmal bei anderer Gelegenheit wieder. Dankeschön, Rena. Sie haben es gehört, Entspannung, guter Schlaf ist die Basis für eine permanente Gesundheit und Wohlfühlen. Wenn der Körper sich nicht mehr entspannen kann, weil ich belastet bin durch äußere Einflüsse oder mein System schon so aus dem Gleichgewicht gekommen ist, dass diese Entspannungsphase nicht mehr wirkt, dann ist roter Alarm, denn dann fängt der Körper an, sich zu zehren, er baut immer mehr ab und dann passieren die Dinge, über die wir besser nicht sprechen wollen. Time2doshop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.time2doshop.ch
oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline